Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Hier neben mir steht der Bilal. Grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Bitte, bitte. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Er ist extra heute aus Leverkusen. Wann seid ihr aufgestanden? Um 6 Uhr? 6 Uhr. Ja, 6 haben Uhr. Wir Reifen noch montiert und ausgefuchtet. Reifen drauf gemacht, eingepackt in die wunderschöne S-Klasse, die hier hinten steht. W221. Könnt ihr gerne mal auf seinen Kanal schauen. Ist ein wildes Projekt. Low-Budget-S-Klasse-Projekt sozusagen. S63 AMG. Wir bauen das ganze Auto um für unter 1500 Euro. Und bis dahin haben das wir schon eine Ansage. Viel geschafft. Das ist eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber richtig umbauen mit Lenkrad und all so ein Lenkrad, Faxen, Sitze, Schaltpedals, Uhr, Tacho, Auspuff, was du willst. Komplettes, das volles Programm. Hätte ich jetzt gesagt, vorne, hinten Stoßstange und ein bisschen Auspuff. Nein. Dann hätte ich gesagt, okay, kann man schaffen. Aber mit Sitze und alles 1,5 wenn will dann ich sehen. Richtig. Wirst du sehen. Will ich wirst sehen. Du sehen. Will ich sehen. Wirst du sehen. Ja, und was hat er mitgebracht? Wunderschöne Felgen. Ich glaube, dafür drehen wir die Kamera gleich mal um. Die wollen wir jetzt auf die C-Klasse, die hier steht, montieren. Mal schauen, ob die passen. Ich bin gespannt. Es könnte ein bisschen knapp werden, habe ich gehört. Knapp werden, vorne kann es knapp werden. Die Community hat sich die Felgen gewünscht. Instagram hat entschieden. KT4 genau. Heißen die, ne? KT4. Kästchen KT4. Ja. In der größten Variante. Größer geht nicht. Und ja, wir probieren unser Glück. Ich hoffe, das wird alles so passen. Von daher. Auch. Und alle wieder nüchtern. Wunderbar. Also, super. Bis gleich. So sehen die Babys aus. Ihr habt sie bei Instagram schon gesehen. Schöne polierte Betten hier. Das finde ich am geilsten an der Felge. Hier so ein bisschen schwarz. Wie nennt man das hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von den. Wie nennt man das? Font. Black Font. Das ist Black Font. Oh. Hier ist noch Kästchen. Ich überlege, ob man da einen Mercedes-Stern reinmachen soll oder nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es eigentlich so auch ganz cool, weil das halt hier dieses kleine Special noch am Start hat. Mal gucken, ob die Dinger raufpassen. Der ist jetzt für vorne, ist ein 225er Reifen. Hinten haben wir 245-35 und vorne haben wir 225-40er. Okay. Und die haben wir bewusst jetzt vorne ein bisschen schmaler genommen, damit die Flanke von den Reifen ein bisschen gezogen wird, damit das Ganze nicht zu breit aussieht. Okay. Weil das ist schon wirklich sehr, sehr knapp, was wir hier vorhaben. Sehr, sehr knapp. Ja, ich Aber hoffe. Gut, wir geben unser Bestes. Wir schauen. Wagenheber ist am Start, Ghetto-Schrauben, let's go. So, perfekt. Machen wir jetzt. Wir probieren jetzt erstmal hinten drauf zu ziehen, weil vorne ist ja das Spannende. Wir schauen jetzt mal, ob das Ding da drauf passt. Wir sehen uns gleich. So Leute, hinten ist auf jeden Fall schon mal verbaut. Was sagt ihr? Das sieht doch schon richtig, richtig geisteskrank aus. Wir nähern uns langsam dem Atzenprojekt hier. Und jetzt kommt vorne der entscheidende Moment. Problem ist folgendes, wir haben leider die falschen Schrauben. Das sind die originalen Schrauben hier. Und wie ihr sehen könnt, sind die ziemlich dünn. Und diese hier, die Länge ist richtig. Von den neuen ist die Länge richtig. Genau. Aber das Gewinde ist breiter. Die sind auf jeden Fall deutlich schmaler. Und das ist jetzt das Problem, dass wir jetzt nur zu Showzwecken sozusagen mal eben montieren, damit ihr das seht. Ja, also vorne können wir auch leider das Auto jetzt nicht ablassen. Sollte eigentlich alles perfekt passen. Der gute Bobby. Wie war nochmal sein Name? Es ist Bobby. Der echte. Braucht jetzt leider nur noch Schrauben. Von der Optik her, Creme de la Creme. Brutal. Mit den schwarzen Akzenten. Ja, das passt geil zu diesem Blackout-Optik und genau. Dann mit dem Schwarzen und so, ne? Wir hatten uns ja auch ja extra bewusst überlegt, dass wir den Hintergrund in Schwarz nehmen. Damit wir Akzente reinbringen in die Felgen, die gab es auch komplett als Glanzchrom gedreht. Damit das Ganze den richtigen Touch bekommt. Damit das richtig, das Projekt richtig fühlt, richtig spürt. Ja, das muss alles kombiniert sein, das muss passen. Das ist ein Black Beast, ein Assi-Schleuder. Das passt alles. Hier kannst du frei drehen, das passt alles wunderbar. Okay. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Du musst nur lediglich Schrauben besorgen, dann ist das Ding fertig. Die Schrauben passen leider nicht, aber Bilals Kollege hatte eine sehr, sehr gute Idee. Sind wir eben bei eBay Kleinanzeigen gucken. Und wer hätte es gedacht? In Bild steht, liegen noch ein paar. Wir hoffen, dass die jetzt passen. Die sehen auf jeden Fall auf den Fotos gut aus. Das hier ist die S-Klasse, die Bilal gerade ein bisschen fertig macht. Hier auch mit AMG Tacho sogar. Ich glaube, das kam in deinem letzten Video. Irgendwie habe ich das gesehen, ne? Ja, genau. Also das ist ja schon ein bisschen special, ne? Das ist jetzt nicht so nur einfach eine Stoßstange hinten ran klatschen und vier Auspuffblenden. Lenkrad ist, sind das nur die Schaltwippen, ja? Sind nur die Schaltwippen, genau. Nur die Schaltwippen, genau. Ja. Weil sonst schaffen wir das ja auch nicht. Wenn du so überlegst, so ein Lenkrad kostet ja mal 600-700 Euro auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich mir schon gedacht. Ja. Habt ihr die rangemacht? Einfach geklebt oder was? Nee, geklebt nicht. Mit längeren Schrauben verschraubt. Normalerweise passen die nicht auf dem Lenkrad, aber die Stecker haben wir dann abgepitcht und haben die alten Stecker von den alten Schaltpedals genommen. Okay. Und dann verbunden.
Für meinen CL auch noch interessant, ja. Hätte ich Bock drauf. Fährt sich gut, über 300.000 sogar auf dem Tacho, aber das merkt man dem Wagen echt gar nicht an. Was mich interessieren würde, wenn du mal gleich mal Vollgas geben würdest, ob der deines Erachtens nach auch die Leistung noch bringt, weil du hast ja einen frischen CL 500 mit wenig Kilometer und einen viel, viel besseren Zustand natürlich. Da weißt du ja den Unterschied, wie das ist, ob der jetzt noch genug Bums hat oder nicht. Ja. Das würde mich noch interessieren. Wir sind jetzt gespannt, was Probeck der Echte dazu sagt. Steht sogar auf AMG, fällt mir jetzt das auf. Geisteskrank. Ja, natürlich. Also, wir haben jetzt hier einen 500er S-Klasse, kein CL. 387 PS soll der haben. Der Unterschied zwischen meiner Karre und dem hier ist, dass er 4MATIC ist. Schrauben haben wir außerdem auch gefunden. Das sind die Dinger. Haben wir jetzt gerade hier im Bildsheet abgeholt. Sollten passen, hoffe ich. Gib mal. Was ich direkt merke, ist auf jeden Fall, dass er nicht hinausbricht. Das ist wohl dem Vierrad, kommt dem zu Schulden. Vom Popometer, sage ich mal jetzt. Ich kann das ja jetzt hier nicht messen. Es ist kein großer Unterschied zu meinem Zelt. Und wir sitzen hier mit 4 Mann. Und wir sitzen hier, genau, wir sind hier mit 4 Leuten. Das muss man auch noch berechnen. Die Karre wiegt auf jeden Fall wesentlich mehr als der CL, denke ich jetzt mal. Ne? Mit 4 Mann und jetzt noch ein paar Türen mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Glaube ich, alles normal. Ja. Würde ich sagen. Ist jetzt nicht der große Leistungsverlust. Dann würde ich sagen, wir halten euch jetzt nicht auf Trab. Und gehen direkt rüber zu der C-Klasse, ne? Genau, C-Klasse. Jetzt kommt der große Moment hier. Wieder zurück am Tatort. Das sind die neuen Schrauben, die auch wirklich neu sind, ne? Also die sehen aus, wenn die noch nie irgendwo drauf gewesen wären. Jetzt gucken wir mal nach, ob die auch darauf gehen. It's the moment of my life. Oh nein. Die sind auch zu lang. Ich hab's gerade schon gemerkt, was das Ding ist. Wir haben jetzt doch noch mal probiert, eine zweite und jetzt gerade auch eine dritte reinzumachen. Das Gewinde dahinter ist halt angerostet, aber ansonsten, das klappt. Mal gucken, was hier jetzt Tatsache ist. So. Das scheint gut zu sein. Schöne Winterreifen haben wir außerdem auch da. Also der Gewinner kann sich hier auf jeden Fall auf ein paar schöne Winterschlappen freuen. Dankeschön nochmal an Bilal. Sehr, sehr gerne, Bruder. Sieht schon extrem geil aus. Du musst ihn aber auf jeden Fall bürden. Ja, und er muss tiefer. Tiefer sowieso. Dadurch wirst du auch den Sturz ein bisschen noch reinkriegen. Aber du musst hier auf jeden Fall so ein gutes Stück rauswirbeln, sodass die Reifenprofilfläche verdeckt ist. Wenn du den tiefer legst, kannst du es auch direkt in einem Verlauf machen. Ja, ja, das werde ich auch so machen. Ja, aber der wird ja jetzt sowieso noch ein Stück runtergehen. Die Federn sind jetzt entlastet gewesen. Ja. Wenn du jetzt ein paar Meter gleich fahren tust, dann wird er sich auf jeden Fall noch setzen. Dann sieht das andere geiler aus. Also wird noch ein bisschen perverser aussehen. Ja, ich würde sagen, wir bauen die jetzt alle 4 dran und dann zeige ich euch das Ergebnis gleich. Los geht's. So ist die Frontansicht. Und jetzt zieht euch das rein. Bam! Ihr müsst euch das Ganze jetzt noch natürlich ein bisschen tiefer vorstellen am besten. Vor allen Dingen hier, da ist noch ein bisschen sehr viel Platz. Aber sieht das nicht geil aus? Lasst es mich gerne wissen, was ihr von den Felgen haltet. Aber ihr habt euch dafür entschieden, also könnt ihr eigentlich nur gut finden. Wenn nicht, dass Opa sauer sein wird. Ein bisschen Banne. Opa könnte schon... Er wird schon ein bisschen wütend werden, ne? Mal schauen, wie seine Reaktion ist. Das war's mit dem Video. Felgen sind drauf. Ihr habt den Carporn gerade gesehen. Sehr, sehr wildes Video geworden. Wir haben doch noch alles hinbekommen, haben noch Schrauben gefunden. Danke an dich, Bilal. Danke an deine Firma. Sehr, ist auf sehr jeden gerne. Fall sehr, sehr, sehr korrekt. Gerne. Schaut bei ihm unbedingt vorbei. Sehr korrekter Typ. Danke, danke, dass er sich daran beteiligt hat. Für so einen guten Zweck. Das machen nicht viele. Und da kann man wirklich nur Danke sagen. Lasst ein Abo da. Schallert ein paar Kommis rein. Das ein oder andere Däumchen wäre auch ein Träumchen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. There's a